Ja, schönen Tag, ich sitze jetzt hier auf dem Balkon. Und zwar habe ich so etwas gemacht, was irgendwie eigentlich so gar nicht geht. Ich hoffe mal, dass ich. Nee, die Kamera kann ich so gar nicht drehen, sehe ich. Das ist immer blöd. Ich bräuchte irgendwie mal eine andere Einstellung, glaube ich. Ich habe jetzt. Und dann ein Dach drin zugemacht. Weil ich finde irgendwie die ganze Diskussion total irrelevant, was irgendwie dieses Covid angeht, weil es stimmt ja, also unter den Dächern sind lauter Nester und fehlt ja nur irgendwie der Wind und Windhauch, Sturm, sowas halt. Ja, also weiß ich jetzt auch nicht irgendwie. Warum man das denn jetzt irgendwie in Verbindung bringt mit Kuhlmanns Keller oder so. Jetzt mal gucken, ich habe hab ich jetzt, ja, ich habe gerade wieder aufgeräumt hier, so wie es aussieht. Ein Glück. Ich würde auch weitermachen. Also wenn ich jetzt von einem alten Wasserhahn ausgehe, und das tue ich jetzt einfach mal definitiv, war das irgendwie eigentlich eine ziemliche No-Go-Nummer. Und gut, okay, jetzt kann man sagen, man saniert die Rohre, man kann es auch sein lassen, weil im Grunde genommen ist das ganze Haus müsste saniert werden, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich wollte jetzt irgendwie die Tage nochmal wieder daran. Sieht man das? Nein, sieht man nicht. Sieht man nicht. Wie Sie sehen Sie nichts. Na gut. An den Wasserhahn und da nochmal gucken, ob das wieder oxidiert ist in der kurzen Zeit. Und ja. Das Teil habe ich jetzt zugebombt und zugeklebt. Sieht man das? Ja, ne? Sieht man. Damit da nicht irgendwie wieder alles rauskommt. So. Und, ja. Was da jetzt an Cooperation-Videos war, bleibt mir ein Rätsel. Und ich weiß auch nicht, warum. Das ist halt meine Meinung. Meine Meinung vertritt natürlich drei Viertel der Weltbevölkerung natürlich so überhaupt nicht. Keine Sanierung stattfindet, aber im Grunde genommen von Impfen und Impfungen und Immunsystem ausgegangen wird und ja, Lunge zerstören muss natürlich auch schnell sein, weil keine Ahnung, irgendwie ist es eigentlich voll daneben. Ja, von daher irgendwie. Gut, okay, also ich muss auch gestehen, hier geht das noch einigermaßen. Ne? Also das ist echt so, wenn ich jetzt da hinten die Häuser sehe, könnte man irgendwie auch mal überlegen. Und dann, ja, auch die ganze Bedachung soll ja noch stattfinden. Also Hamburg wird ja grüner. Warum auch immer. Gut, okay, Betonwüste mag ich jetzt auch nicht so, aber ja, kann man sich halt mal so überlegen, wie das dann, wie der Immobilienmarkt auch zum Teil funktioniert, weil andere fokussieren sich ja auch drauf und dann setzen sie Nagetiere aus, sie setzen dies aus, sie setzen das aus. Da würden glatt die Obdachlosenhilfen schon neidisch werden, weil sie ja immer irgendwelche Leute raussetzen und Tiere raussetzen. Nein! Das war jetzt wieder die nächste Schmutzkampagne wahrscheinlich. Aber ja, da fehlen mir echt schon die Worte einfach. Das ist halt die Wahrheit. Man müsste im Grunde genommen komplett neu decken und also nicht mich, das Dach, ne? Bevor hier wieder irgendwelche doofen Anspielungen kommen. Und ja, die Dachrinnen müssten irgendwie mal gesäubert werden, alles wieder aneinander geschoben. Ist halt auch so und ja, habe eigentlich dem irgendwie auch nichts so hinzuzufügen, außer dass irgendwie, ich
ich kein Freund von Pollen bin. Ich bin eher, glaube ich, der Meermensch. Ja, der große, große Wald und so. Ja, so viel zu diesem ganzen, irgendwie, wir sind jetzt alle lungenkrank. Ich bin auch lungenkrank, das weiß ich auch, aber das hatte andere Ursachen. Das wurde hier ja einfach so in die Wohnung gefeuert und war den anderen ja auch irgendwie scheißegal. Und dann so machen sie halt ihr Label und so machen sie halt ihr Geld und andere sind da halt gegen und andere dafür und wird dann so abgestimmt irgendwie. Könnt ihr euch ja mal so vorstellen, das, was öffentlich irgendwie im Internet dann so passiert, sage ich jetzt mal, oder wie dann so bewertet wird, findet ja im Kleingeiste auch statt. Das ist halt irgendwie ja auch so. Also ja, ich finde das schon irgendwie krass, was hier so vorfällt. Ja, dann war ich ja bei der Behörde mal wieder, aber durch diesen Covid-Krempel lassen sie ja irgendwie keine Termine zu. Die haben sich das ja auch alles angehört und es interessiert sie auch weiterhin scheinbar nicht. Und dann muss man halt mal schauen, ne? So weit dazu, dass man dann irgendwie eigentlich auf der einen Seite selbstständig ist und auf der anderen Seite irgendwie nicht. Und die anderen das ja auch nicht wollen, weil die ja ihren Merchandise irgendwie auch nochmal so aufgebaut hatten. Und ja, und man irgendwie wieder so ein bisschen dazwischen hängt, irgendwie zwischen den ganzen Schienen. Und ja, wenn das jetzt irgendwie so viele betrifft,